Ich hab selbst Probleme. Ich krieg's aber besser hin als du. Mhm. Glaube ich. Mach das. Sie ist zu früh hochgegangen. Die Bombe. Nein, die Bombe. Joel, hilf mir mit dem hier! Fuck, fuck, dreh um! Oh nein, ich konnte doch gerade rausgehen, Mann! Damn it! Ja, genau, deswegen. Da hätte man bestimmt schon rausgehen können. Dann mal los. Henry, du musst aufpassen! Dabei! Hilfe! Ah, Mann! Ich bin manchmal für solche Kämpfe echt zu doof. Das wird halt sehr langwieriger, Nicht nur dort. Die Leute, die das auf YouTube dann sehen, so, ich bin besser, du Noob. Ich bin 14, ich bin schon dreimal auf hart durchgespielt, während ich geschlafen habe. Während ich geschlafen habe. Oh, oh. Gut, der hat Feuer gefangen. Ja, was soll ich tun? Ja, super. Soll er nicht so viel rumlaufen, der Spasti? Soll er mal da bleiben? Achtung! Ja, klar. Dann mal los. Oh, wieso? Oha, wie viele. Oh, komm schon. Mit diesem Revolver kriegt man auch nix tot. Richtiges Dreckswaffending. Achtung! Dann mal los.
Danke. Hilfe! Luft. Sind wir da? Oh, wollt ihr mich verarschen? Danke für die Warnung auf der anderen Seite. Wo ist der Turm? Wir sind nah. Komm, na los. Weißt du, es ist hellig der Tag. Ich muss trotzdem Taschenlampe anmachen gleich. Hey. Wie geht's dir, Kleiner? Das war echt knapp, hä? So, gehen wir mal in den Lieferwagen. Jawohl. Boah, das war eine Schlacht jetzt eben. Ich höre wieder unterschwellig Musik. Ja. Oh, jetzt sind wir hier. Tja, was habe ich gesagt? Ha? Mal sehen, wie wir hinkommen. Und du, wie kommst du zurecht? Alles wie immer, oder? Als ich bei Henry war, habe ich selbst ein paar Infizierte erledigt. Ja. Nur ein Zahnrad? Ein Tütchen Sprengstoff. Was aussieht wie Cannabis. Das war eben ziemlich heftig. Ja, ne? Oh ja. Absolut. Klinge. Wer hat ihr zwei euch getroffen? Oh, ich. Meine Freundin, Marlene, wollte, dass er mich zu den Fireflies bringt. Ihr scheint euch gut zu verstehen. Ja, und jetzt. Jetzt kommandiere ich ihn rum. Nicht wahr, John? Der Räuber hat mir Schuhus aktuell. Alter, wieso mach ich's nicht so? So, haben wir in der Küche hier was? Übersehen. Da ist eine Schublade zum Öffnen. Und da sind Pillen drin. Wie viel haben wir eigentlich schon? 80. Oh. Das finde ich gut. Wie war es hier ohne Infizierte? Ich kann es mir nicht mal vorstellen. Stimmt, sie kennt es nicht anders, wahrscheinlich. Mehr oder weniger. Traurige Kindheit. Ja. Jawohl. Haben wir hier noch was, was man finden könnte? Hey, Zahnräder. Was machen die in diesem Zimmer? Das sind die von Knex. Hm? Schauen wir mal im Keller nach. Oh, da sehe ich was. Lumpen wahrscheinlich. Lumpen! Jetzt kriegen wir die ganzen Lumpen, Mann. Jetzt haben wir nicht genug Alkohol, ne? Schrägstrich oder Ausrufezeichen? Ausrufezeichen. Was ist das hier immer? Was soll das bedeuten? Das, sowas hatten wir schon im Haus davor, so eine Markierung quasi.
Oh, was steht hier? I have a gun. You loot, I shoot. Will shoot to kill. Jo, ich hab ne Knarre. Kommst du mich überfallen, dann schieß ich dich. Ich denke. I'm armed. No trespassing. Will shoot. Schieße sofort. Hier wohnten nur nette Leute. Die erste Zeit nach dem Ausbruch wurde viel geplündert. Alle wurden paranoid. Erinnerst du dich daran, Joel? Wieso gibt er keinen Namen? Ich weiß kaum noch, was gestern war. Ich war erst 5, als der Cordyceps kam. Ich weiß aus der Zeit nicht mehr viel. Aber ich weiß noch, dass wir in so einem Viertel wohnten. Was weißt du noch? Barbecues. Meine Eltern gaben gern große Grillpartys. Da war mächtig was los. Ich erinnere mich noch gut an den Geruch. Komisch. Schön, nachdem wir jetzt in Erinnerungen geschwelgt sind. Ach, guck mal, hier kann man doch noch rein unten. Im Wäscheraum. Ne, hier waren wir schon. Ich bin noch nicht so einen Weg, Mann. Ich finde diesen Weg hier runter ziemlich kompliziert. Nicht, weil er... Hunde! Halt dich lieber von ihnen fern. Schwierig in der Zone. Die sind wild. Sondern, weil hier so viele Häuser sind. Ich habe immer die ganze Zeit das Gefühl, irgendwas verpasst zu haben. Alter, eine Werkzeugkiste. Werkzeugstufe 3 und hier ist eine Werkbank. Dann mal los. Chuck, Chuck, Norris, Chuck. Echt viel Zeug. So. Schussfolge, sollen wir die verbessern? Reichweite, was kann man hier? Nachladetempo, Magazinkapazität, oh, das wäre bei diesem Ding wichtig. Aber mal das hier. Nachladetempo. Schussfolge, das haben wir jetzt doch nicht gemacht, oder was? Oh ja, das wäre gut. Nachladetempo. Ich war eigentlich relativ zufrieden damit. Ja, jetzt haben wir fast alles schon wieder verballert. Und unter 20 Dingern gibt es eh nichts, soweit ich weiß. Ja. Und da wundern wir uns, wieso wir so viele Zahnräder finden. Alle voll leveln? Ich glaube nicht. Du kannst ja auch nicht alle Skills voll machen, meines Wissens nach. Das ist immer, wie du es halt, wie es für dich am besten ist wahrscheinlich, dass du es so skillst und dann musst du damit klarkommen. Mit den Vor- und Nachteilen deines Skillen. Ja, ja, das habe ich gesehen. Oh, Zahnräder, die hätten wir vorher gebrauchen können. Wobei, ich kann jetzt noch kurz zurücklaufen, falls es noch was für günstig gibt. So, Terrasse kurz checken. Hier muss es früher schön gewesen sein. Ja, sieht nach einer sehr idyllischen Wohngegend aus. Oben waren wir noch nicht. Da ist ein Zettel. Vaters Notiz. Kara. Was ist das für ein Name? Kara? Du bist da mal im Haus. Solange ich nicht da bin, pass auf deinen Bruder auf. Er will jetzt von dir beschützt werden. Ich werde nur ein paar Tage fort sein, um Essen und Vorräte zu sammeln. Sollte ich aus irgendeinem Grund nach einer Woche nicht zurück sein, nimm deinen Bruder mit in die Quarantänezone von Pittsburgh.